Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Mit dem Knotosaurus. Jo. So, und jetzt habe ich mich mal schnell eingeloggt und ausgeloggt. Ja, ausgeloggt und eingeloggt. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Hoffe, dass ich jetzt Punkte kriege. Denn wir haben ja die letzten 10 Minuten gefressen, gefressen, gefressen. Und ich habe nicht einen Progression Point gekriegt. Das heißt, es war alles umsonst. Wollen wir mal gucken. Nein, Progression Points 0. Man kriegt keine Punkte. Ich habe diesen wunderschönen Bug. Also ich kann jetzt eigentlich sterben gehen. Oh nein. Das hatte doch Chris, also haben wir doch schon alle mal gehabt, diesen Fehler, weißt du? Wo du dann einfach keine Punkte mehr kriegst. Das heißt, dein Charakter ist jetzt verbuggt. Ich muss sterben. Nein, Quatsch, das war doch anders. Wenn du ein Nest gemacht hast, kriegst du keine Progression Points mehr. Das heißt, er hat aus Versehen irgendwo hingenestet. Oder hab ich genestet? Scheiße. Weil das war's jetzt, ich muss sterben dann. Ich glaube, ich habe vorhin aus Versehen N gedrückt. Gibt keine Möglichkeit mehr. Nee, warte mal, wo war der Nesten nochmal? Auf B? B, ne? Genau, neben N. Ja, ich habe irgendwo ein Nest hingepackt. Und solange mein Nest da ist, kriege ich keine Punkte mehr. Jetzt frag mich, wo das Nest ist. Stimmt, so war das. Ich werde aus Versehen... Kannst du das denn wegmachen, oder? Das kann ich, glaube ich, kaputt machen, ja. Solange kriege ich keine Progression Points mehr. Das heißt, theoretisch kann ich jetzt sterben gehen. Also, ich habe keine Chance. Fuck. Wie kommt man in sein Nest zurück? Ich glaube, wenn ich sterbe, kann ich in meinem Nest wieder spawnen. Irgendwie so war das doch, oder? Aber das bringt ja auch nicht, wenn du bist, dann... Nee, dann komme ich da als Kleiner wieder raus. Ja. Aber dieses Growth-System, war das hier? Ach Mann, ist das scheiße! Also es kann auch passieren, ich muss die Taste nicht mal gedrückt haben, es kann auch passieren, dass er das einfach so abwirft, das Nest. Beim Respawn quasi. Ach fuck. Oh. Es waren bestimmt 50, 60 Punkte, die ich hier geholt habe. Tja, dann werde ich mal sterben gehen. Und nochmal von vorne. Wusa. Ja, immer schön die Ohrläppchen rein. Wusa. Weil es nutzt mir nichts, wenn ich jetzt nicht mehr evoluieren kann. Und ich werde das Nest jetzt auch nicht wiederfinden. Aber wir können gleich mal gucken, wenn wir verrecken. Ich gehe jetzt stänkern. Leute, ich gehe jetzt einfach stänkern. Ich gehe jetzt in den Redwood rein und gehe stänkern. Guck, vielleicht finden wir irgendeinen, den ich ärgern kann. Und dann können wir gleich gucken, ob wir irgendeinem Nest wieder spawnen. Und dann fängt es nochmal von vorne an. Schön. Aber wie gesagt, ist ein Bug oder ich habe es aus Versehen gedrückt, das Nest, aber ich könnte mich nicht dran erinnern. Also ich kann mir die letzten Videos nochmal angucken und werde sehen, beziehungsweise wenn ihr das irgendwo findet, die Stelle, könnt ihr sie ja mal markieren. Falls ich wirklich, aber er macht dann ja auch irgendein Geräusch, ne, so ein Flutschi-Datschi-Geräusch und scheißt dann da so ein Nest hin oder sowas. Das kann natürlich sein. Ich glaube, ich hätte es mitgekriegt. Hätte ich ein Nest gelegt oder ein Ei gelegt ins Nest, was... Mit rauskommt das Nest. Ja. Ich schreibe mal ein bisschen rum. Vielleicht kann ich ja noch irgendeinen spektakulären Kampf jetzt machen. Mit irgendeinem Wesen hier. Als Maya. Ja. Pass auf. Wirst du sehen, wie ich hier abgehe, wie ich hier durchdrehe. Jetzt müsste man bloß wissen, das Nesting-System funktioniert, glaube ich, sogar auf der V3. Aber ich weiß nicht wie, immer noch nicht. Alter, ist das ärgerlich. Wirst du noch vor mir, Shantu, weißt? Und ich kann wieder komplett von vorne anfangen. Oh, ist das mies. Musst du mich beschützen. Jetzt findest du natürlich auch niemanden, der dich töten möchte. Ich bin Beute, lecker Beute. Weil man muss, glaube ich, sein Nest füttern, oder? Ich weiß nicht... Auf jeden Fall wurde mir das mal im Stream erklärt, dass das tatsächlich so ist, beim Neuspawn oder irgendwo, dass man aus Versehen irgendwie Nest hinkotet. Hier sind andere Pflanzen, die ich essen kann, schön. Und dann muss man das Nest, glaube ich, füttern. Und dann kriegt man da die Punkte? Ich weiß es nicht. Aber solange das Nest aktiv ist, kriegt man keine Punkte. Und da ich die B-Taste drücken kann und kein Nest lege, wurde mein Nest gedroppt. Shitty, shit, shit. Das ist richtig shitty. Aber jetzt gehen wir mal offensiv in den Kampfmodus, gucken gleich mal, was der Maya so drauf hat.
Wie gesagt, es ist, ihr seht ja, es ist ja hier schnell erledigt. Ist nur doof für euch, dass ihr dann wieder von vorne angucken müsst, das Ganze. Aber es geht ja. Innerhalb von einer Folge haben wir es ja geschafft, 2 Stufen zu steigen. Also. Ja, muss nur am richtigen Ort sein, ne? Richtig, das geht dann alles relativ zügig. Also da machen wir uns jetzt keine Gedanken drüber, sondern genießen jetzt den Kampf, der nicht lange dauern wird, glaube ich. Ich guck mal, was ich attackieren kann. Irgendwas wird sich doch bestimmt finden. Offensivmodus! Aber mit den 2 Suchos habe ich Schwein gehabt. Obwohl, jetzt könnte ich sie gebrauchen. Irgendwer wird mich doch hören. Wenn du einen suchst, dann ist keiner da. Er ist auch keiner da. 100 Menschen auf diesem Server. Wenn du gefressen werden willst, ist niemand mehr da. Aber wie gesagt, theoretisch müsste ich jetzt im Nest spawnen dann. Finde ich in dem Sinne ganz gut, dass du dein Dino behältst. Also wenn du jetzt einen Giga hast, stirbst, in dem Nest wieder spawnst, finde ich das eigentlich ganz okay, dass du dann als Baby-Giga quasi spawnst. Aber du hast noch eine Chance, der Charakter ist nicht gleich weg. Das Nesting-System ist von daher gar nicht so blöd. So, da hinten habe ich Wasser gesehen, da renne ich jetzt einfach... Die Nachtsicht ist echt beschissen, die ist sehr dunkel von ihm, ne? Ich finde, die blendet ganz schön. Nee, wenn ich jetzt im Wald bin, ist die extrem dunkel. So, ich hab... Freie Fläche blendet's. Ah, ich habe Wasser gefunden. Und da sind auch schon Dinos, da sind Raptoren. Ich hänge in einem Baumstamm fest. Okay, jetzt kann ich wieder laufen. Kommt her, Boys! Das Essen ist serviert. Mein Ton ist versetzt. Wie dein Ton? Ich trampel noch weiter, während ich schon stehe. Dachte, hier ist noch ein anderer. Das habe ich auch. Das habe ich auch. Das ist normaler V3-Wahnsinn. Das hat er mit Absicht eingebaut, ne? Soll uns Angst machen. Wenn du immer denkst, du bist verfolgt. Oh, ich sehe den Redwood. Dondivan. Ich bin im Redwood. Ich bin da am Teich. Und zwar bin ich... Kann ich nicht sehen. Minus 27 und plus 31. Also minus 30 plus 30. Wir haben plus 300 und plus 150. Wie groß ist denn dieser fucking Redwood? Der ist groß. Es gibt ja auch mehrere, glaube ich. Ich habe die Raptoren eben gehört. Ich glaube, die greifen mich jetzt von hinten an. Schön, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, wie viel Mut man dann besitzt. Ich gehe die jetzt einfach ärgern. Dim, 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 dim. So, Submarine erstmal unter Wasser. Lage checken. Heute ist so ein ausfahrbares Auge. Ob ich die jetzt einfach angreife, die Raptoren? Ja. Dann nack ich die Biester. Die sitzen da nämlich. Hallo, sind die blaue Pflanzen? Die verstecken ja sich vor mir. Wie viel? 180 Punkte jetzt? Ja. Ich habe 3. Hier ist ein Nest. Hier ist ein ekelhaftes Nest. Das ist deins. Was sind denn das? Sind das Velos? Das sind Velos. Oh, sind die im Dunkeln schwer zu erkennen, die Nester? Die Pflanzen. Oh, da hinten kommt was Größeres. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Alles blau. I'm ready. I am ready. Was ist das da hinten? Bist du das? Bist du am Wasser? Nein. Was ist denn das für ein Viech da hinten? Das andere Maya. Die Raptoren sind zu klein, die kann ich nicht. Kann ich nicht angreifen. Von dir. Mich könntest du nicht sehen. Ich will bloß wissen, was das da hinten ist. Aber das ist gerade hell. Ich glaube, das ist noch ein Maya. Ich kann die Pflanzen nicht erkennen. Ja, ist noch ein Maya. Ich habe noch ein Maya hier. Schön. Ein Gefährten gefunden. Schön. Ist das niedlich. Hallo, schreibt er. Ich kann gar nicht schreiben. Hello from the other side.
So, ich möchte nicht mit jedem reden, ja? Das muss ich auch nicht. Vielleicht renne ich auch die ganze Zeit mal als Maya rum. Vielleicht despawnt mein Nest ja auch irgendwann von alleine. Vielleicht auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich muss sterben. Es bringt mich keiner um, weißt du? Als Strafe. Als Strafe werde ich nicht gekillt. Jetzt steht er da so einsam und allein. Guck mich an. Also bei mir funktioniert's. You speak fellow Maya? Ich mag dich nicht. Ich gehe jetzt weg. I will just die. Naja, lauf. Es tut mir leid, mein Freund. Es tut mir leid. Ich muss meinen Weg alleine gehen. Aber hier ist wirklich niemand. Hier ist niemand. Hier ist immer was los. Oh Mann. Na gut, sterben wir erst in der nächsten Folge. Ist ja nicht schlimm. Alles gut. Wo bist du jetzt? Also ich bin noch minus 30 plus 30. Ich bin plus 238 plus 127. Doch ein riesiges Feld blaue Pflanzen. Kann sie nämlich sehen, welche es sind. Hier komme ich dicht dran an den. Schön. Ist so dunkel, ist echt alles viel zu dunkel. Ist wie so eine riesige Ente, ne? Ja. DuckTales. Weißt du, dass du mir jetzt gerade einen Aufwand verpasst? für Vorsicht. Es geht ab jetzt. Ja, genau so. Ich war gerade überlegt, was haben die jetzt. Und da hast du das mal in Englischen gehört. Da sagen wir auch Danger. Ja, Vorsicht, es geht abwärts. Pluto und Kofi, alle sind bei dir. Entenhausen ist DuckTales. Das Wort fehlt mir auch gerade. Ja, ja. Ist egal. Ihr könnt das ja vervollständigen. Haut mal die Lyrics in die Kommentare. Ich hoffe, jetzt hat jeder von euch auch einen Ohrwurm. Ja. Also ich will die Lyrics von DuckTales in Deutsch und in Englisch in den Kommentaren haben. Easy für euch. Easy. DuckTales. Oh, jetzt habe ich einen scheiß Ohrwurm. Verdammt. Den hast du verdient. Kennst du noch Inspector Gadget? Dun 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 dun. Inspector Gadget. Dun 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 dun. Ja, sowas passiert dann her auch, dass wir uns jetzt nicht... Au ja. Oh. Oh, hier sind überall blaue Pflanzen. Fuck, Junge. Ah. Guck mal, vielleicht klappt es ja jetzt irgendwie. Nein, Progression Points 0. 0. 0. 0. Kann ich jetzt hier irgendwo lesen, ob ich ein Nest habe? Steht hier nirgendwo. Ich bin jetzt verflucht, den Rest meines Lebens als Maya rumzulaufen. Das heißt ja Inspector Gadget. Inspektor Maya. Din, 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 din. Oh Gott, hier ist was neben mir. Wie hieß denn der Erzfeind hier? Dr. Kralle, ne? Der olle Katzenfreund, weißt du? Hier ist was neben mir. Dr. Kralle. Ich bin Dr. Kralle. Bin hier gekommen. Inspektor Kralle. Wo bist du? In dem Wald. So, ich... dominiere dieses Wasserloch. Hier ist niemand. Also die ganzen Teams, die haben wir uns richtig krass rein. Immer Turtles und Mila und all der ganze Scheiß aus unserer Jugend. Mila kann lachen. Die Sonne über Yokohama. Fujiyama. Oder, Yokohama, so ist es. Es hätte niemanden aufgefallen. So. Was war denn Yokohama? Das ist eine Reifenfirma, oder? Auch, ja. Naja. Ist, glaube ich, auch eine Stadt Yokohama, oder? Ja, siehst du, das ist das richtig, ist alles dasselbe. Fujiyama war das, genau. Oh, wie geil! Das ist der Moment, wo jetzt alle abschalten. Ja, definitiv. Jetzt brechen die Views zusammen hier. Klack und weg. Aber ihr kennt das doch. Ich bin nostalgisch, weil ich alt bin und nostalgisch sein muss. Das ganze Mal einfach dazu.
Jetzt wurde ich angeknapst. Ich komm nicht raus! Ich häng an den scheiß Bäume fest! Du willst den. Nee, ich wollte denen ja auch was tun. Ich häng an den Bäume fest. Scheiß Allosaurus. Kann das mal bitte hell werden? Ah, jetzt bin ich tot. Okay, hat er mich gekriegt. Oh, ich hab grad einen Schreck gekriegt. Der hat mich die ganze Zeit schon verfolgt. Okay, jetzt kann ich aber nicht im Nest... Doch, hier. Nee. Ich kann's nicht machen. Ich kann nicht auf... Jetzt könnte ich auf Nest drücken. Geht aber nicht. Weil? Das geht einfach nicht. Wenn ich jetzt auf Maya gehe, kann ich nicht auf Nest drücken. Also ich habe kein Nest gebaut. Ich war einfach verbuggt. Ich habe einfach keine Punkte mehr bekommen. Schön. Also ohne Nest. Einfach so keine Punkte mehr. Und hast du gesagt, du konntest auch gar kein Nest bauen, ne? Nee. Also hat das auch nichts mit Nest zu tun, sondern einfach mein Char war verbuggt und hat keine Punkte mehr gekriegt. Und jetzt ist... Hä? Okay. Also das sind so die lieben Momente der... Na, ich wollte gerade sagen, der Map. Nee, das Spiel ist. Und da oben habe ich aber auch schon blaue Pflanzen wieder. Okay. Die so ein bisschen abfacken. So minimal. Gott sei Dank kannst du hier schnell... Also... evaluieren. Befassungslos gerade. Ich glaube, ich habe dem nicht mal Schaden gemacht. Und dann gehe ich noch, hänge ich noch in den Bäumen fest. Ich hab gesehen, ich konnte mich nicht mal mehr richtig drehen, weil ich in den Bäumen einfach festhing. Ich fresse jetzt hier eine gefühlte Stunde und habe 49 Punkte. Ja. Ich fange nochmal von vorne an. Ist doch easy. Würfelblock. Oh nein, ich will nicht, dass du mich entweitest. Ich spiele nicht mit Fremden. Doch. Nein. So, wenigstens kann ich denn hier als Dryo das Ganze beenden und dann sind es ja nur 35 Punkte, dann sind wir ja schon wieder Maya. Ist ja in Ordnung. Passt ja. Können wir mit leben, oder? So, jetzt kann ich nochmal schnell evoluieren. Inspektor Taco. Alter, Inspektor Taco. War das nicht hier Gogo Gadgetto Arm und so? Gogo Taco Schwanz. Dr. Kralle. Ach nee, Leute, so ist das schön. So macht das doch Spaß, oder? Ich glaube, ich könnte hier echt 180 Punkte zusammenkriegen, wenn ich die. Ja, ist ein schönes Feld gefunden, ne? Du bist doch vor mir noch, Shantu, sag ich doch. Wenn ich die alle sehen würde, die Pflanzen. Und dann stirbst du. So dunkel schon, dass du nichts siehst? Das ist so schwer zu erkennen, die sind einfach nur grau anstatt blau. Ja, die färben sich dann aber ein. Das ist ein bisschen schwer, ja. Muss mal ranzoomen. So, das ging jetzt relativ schnell hier. Dryo Unlock. Dass die Nachtsicht immer aus ist dann, ne? Aber ich bin am Anus der Welt gelandet, wo ich hier garantiert nicht eine blaue Pflanze finden werde. Ich bin komplett an der Küste. Ich bin komplett an der scheiß Küste gespawnt. Oh. Aber vielleicht haben wir Glück und hier oben finden wir irgendwas. Den Tod wahrscheinlich, den Tod. 63 habe ich jetzt. Oh Mann. Das heißt jetzt 35 und danach fressen wir uns schön hoch. Wir hätten, also wäre dieser Bug jetzt nicht gewesen, Leute, hätten wir jetzt schon in der dritten Folge den Shantu gehabt. Easy sogar. Und hätten wir in der ersten Folge nicht so getrödelt, ist es wirklich in einer halben Stunde machbar, den Shantu zu erreichen. Ja, trotz der 180 Punkte. Hätte nicht geschissen, hätte er einen Hasen gehabt. Ja. Aber wenn man muss, dann muss man, ne? Dann sollte man auf seinen Körper vertrauen. Bevor es in die Hose geht. So. Hier ist nichts. Die Nachtsicht vom Dryo ist wenigstens ein wenig besser. Man sieht mehr. Aber von Maya die Nachtsicht ist scheiße irgendwie. Ja. Die mock ich nie. Dam da dam da dam 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 da da dam da dam da dam dam dam. Berichte dir gleich, wie die Nachtsicht vom Shantu ist. Ach so. Du blöder Hurensohn. Oh! Okay, ich kann auch noch... Alter, wow. Ich bin gerade die Klippe runtergefallen und ich lebe noch. Nicht mal das Bein gebrochen, nichts. Ja, die Knochen sind heute robust. Ich bin auch schon... Die sind sehr robust, finde ich. Einige Male abgeschmiert. So, und ich habe so im Gefühl, dass ich hier oben gleich blaue Pflanzen finden werde. Ey, das Pflanzen. Ist ja ein gigantisches Feld. Du hast ein gigantisches Feld, ja? Ist den Anfang und das Ende nicht von diesem Feld. Echt? Ja.
Da muss ich hin. Welche verteilt. Ich fress die ganze Zeit an einer und derselben Stelle. Ich hab jetzt 79 Punkte. Ja, man hört das, dass du frisst. So, ich hoffe, ich finde jetzt hier irgendwo was. Bei mir sieht aber... Und normale Pflanzen sind hier auch, also Essenspflanzen. Bei mir sieht Essig aus. Ich wollte sagen, liegt da irgendwas Totes? Nein, das ist irgendwas... Koordinaten lassen. Ah, warte mal. Will ich nicht sagen, wegen Stream-Sniper, weißt du? Depp. Ich bin 565 und 200. Da bin ich auch gespawnt, dann kommst du mir. Ich bin 191 und 124. Du musst 191? Durch das Wasser durchrennen. Okay. Hier kannst du dich definitiv durchfressen. Gut, dann würde ich auch erstmal sagen, machen wir an der Stelle eine Folge in Päuschen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war der Martin und der Knotosaurus. Tschüss. Tschüss.